Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem kleinen Haul-Video. Ich war bei Rossmann. Ich bin wegen einer Sache reingegangen und wieder mal mit so einer Tüte rausgekommen. Ihr kennt das, das geht einfach nie gut. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es funktioniert einfach nicht. Falls ihr im Hintergrund jetzt ein Rauschen hört, ich sitze direkt am Main und das ist ein Frachter, der vorbeifährt. Das hört man halt hier ab und zu mal. Es ist halt leider nie ganz still, aber das ist halt so, wenn man draußen sitzt, ne? Ich finde es trotzdem schön hier draußen, die Vögel singen, der Himmel ist strahlend blau, die Sonne scheint, es ist richtig schönes Wetter und da macht so ein Video dann auch Spaß. Ne? Wenn man jetzt zu Hause aber auf der Couch hockt oder vorm Schminktisch, ah nee, da hatte ich keine Lust drauf. Das erste, was ich mitgenommen habe, war von Rival de Loup Perfect Pearl and Shine Konzentrat. Das sind Ampullen, die angeblich bei regelmäßiger Anwendung die Leucht- und Strahlkraft der Haut optimieren, sowie das Erscheinungsbild erster Fältchen und Linien verbessern. Ja, ich mag ja so Spielereien, ne? Und die waren so schön angeleuchtet im Regal, weil die haben diese Glitzerperlen. Und das sah im Regal einfach so genial aus, dass ich gesagt habe, komm, die musst du mitnehmen. Ja, ich bin gespannt. So, dann habe ich mir mitgenommen For You Beauty Basics Baumwollhandschuhe mit Stretch. Das sind einfach nur so dünne Baumwollhandschuhe, die ich gerne drüber gebe, wenn ich eine Handmaske benutze oder wenn ich mir die Hände mal so richtig dick eincreme, denn ich habe ja sehr trockene Hände und da mache ich das gerne mal. Und ich hatte nur ein paar und da man die ja doch gerne mal wechselt, habe ich mir noch mal eins mitgenommen. So, dann habe ich mitgenommen ein Duschgel von Isana, Gurke Aloe Vera. Ich liebe im Sommer diese Düfte, Gurke und Melone und Basilikum und alles, was frisch und fruchtig ist. Und ja, da konnte ich natürlich nicht dran vorbei. Riecht richtig schön nach frisch aufgeschnittener Gartengurke. Das hat einen richtig kühlenden Effekt. Finde ich toll. Mein Mann findet es auch gut. Und da hatte ich natürlich dann gleich einen Grund zu gehen und noch ein paar auf Reserve zu kaufen. Weil wenn der Mann schon mal sagt, oh, das finde ich aber lecker. Ja, für 55 Cent kann man nichts sagen. Und ich meine, dass die sogar zu der Zeit im Angebot waren für 49 Cent. Finanziert keinen Kleinwagen, aber Angebot ist Angebot. Wenn man sie sowieso kaufen möchte, warum nicht im Angebot? Ja, das nächste war wieder von Isana, noch ein Duschgel, an dem ich nicht vorbei konnte, und zwar das Limette Basilikum. Gleiches Spiel wie mit der Gurke, der Duft. Basilikum und frische Limette. Ein richtig, richtig toller, erfrischender Duft, richtig spritzig, gerade an den warmen Tagen. Und auch das fand mein Mann sehr gut, also auch auf Reserve gekauft. So, das nächste ist auch von Isana aus einer Limited Edition, die Duschlotion Buttermilk Cream. Da hat mich das Buttermilk angelacht. Ne? Ich bin so ein Buttermilch-Freak. Ich kann sie nicht trinken. Da wird mir ganz anders. Also trinken kann ich so eine pure, natürliche Buttermilch leider überhaupt nicht, obwohl sie sehr gesund sein soll. Aber ich liebe Buttermilch-Düfte in Cremes, Lotions, Duftkerzen oder als Eis. Denn ich liebe das Cornetto Buttermilch-Zitrone. Das Nuss mag ich auch, aber das Buttermilch-Zitrone war immer mein Lieblingseis. Und wenn dann irgendwo auf sowas Buttermilk steht, ist es schon im Körbchen. Und der Duft ist so, so toll. Das riecht richtig schön nach frischer, cremiger Buttermilch, aber eben auch nach dieser spritzigen Limette. Das ist ein wunderbar schöner, frischer Duft. Finde ich ganz, ganz toll und ich bin ja jetzt schon ganz verliebt. Mein nächstes Produkt ist wieder von Isana und zwar ein Duschpeeling My Dear Coconut. Erstmal angelacht hat mich diese wunderschöne blaue Farbe, denn im Sommer stehe ich ja auf alles, was Türkis oder Mint oder so himmelblau ist. Und dann natürlich noch Kokosnuss und da war es um mich geschehen, denn ich liebe Kokos. Und das ist ein richtig schöner, sahniger, milchiger Kokosduft, ohne irgendein Gedöns umdrum, weil ich eigentlich am liebsten die Kokosdüfte mag, die ohne große Früchte, ohne Blumen, ohne Schokolade sind. Einfach nur richtig schöne Kokosnuss. An sich sind mir diese Duschpeelings von Isana oder auch Balea ein bisschen zu schwach. Ich mag lieber die groberen Peelings, aber ich kann halt manchmal nicht anders. Ne? Es sind dann einfach die Duftrichtungen, die mich so ansprechen, dass ich sage, okay, dann nimm es mit, scheuer halt ein bisschen stärker, dann geht das schon. Ja, es sind mir leider ein bisschen zu schwach, aber die Düfte sind halt immer so toll und da kann ich dann einfach nicht widerstehen. So, mein nächstes Produkt ist wieder von Isana und wieder eine Dusche, und zwar Milch und Honig. Und das fand ich so schön, weil es wirklich nach Honig riecht. Da kommt der Honig richtig, richtig, richtig durch. Das ist ein richtig intensiver Honigduft, nicht nur so ein bisschen im Abgang. Fand ich toll.
Ist mir nichts fürs Wetter, aber ich habe es 2 oder 3 Mal mitgenommen, weil im Herbst, Winter finde ich den Duft schön. Und es war halt, wie gesagt, für, ich glaube, 49 Cent im Angebot statt 55 Cent. Und da habe ich mir gedacht, naja, jetzt lagerst du gerade so viele Duschgele auf Reserve ein. Ob du die 2 noch mitnimmst, das ist jetzt auch noch egal. Naja, ist wie es ist. Und weil es gerade so schön ist, machen wir doch mit den Duschen gleich weiter. Ich habe mir auch noch Coconut Water mitgenommen. Angeblich auch neu. Wie gesagt, ich weiß nicht seit wann neu. Ich habe es halt zum ersten Mal gesehen. Und das riecht so toll nach frisch aufgeschnittener Mango, saftig und von der Sonne gewärmt. Und ja, Kokos. Aber nicht so stark Kokos. Und die fand mein Mann ganz toll. Und davon habe ich natürlich auch noch welche mitgenommen, weil die war auch für 49 Cent im Angebot. So, dann habe ich mir mitgenommen, ah, guckt mal, das hatte ich ganz vergessen, ich habe mir noch ein paar Pflegehandschuhe mitgenommen. Ich habe 2 Paar genommen, ich habe mich schon gewundert, weil da ich das mit den Händen öfter mache, finde ich so ein paar zum Wechseln echt nicht schlecht. Und jetzt habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Paar, jetzt komme ich erstmal hin. Ja, war mir entfallen. Meine nächsten 2 Produkte waren aus einer LE von Rival de Loup, die jetzt aber schon ein paar Tage her ist. Und zwar habe ich mir Puder mitgenommen. Und zwar einmal das Multicolored Correcting Powder. Ne? Ja. So schaut's aus. Das Puder in 4 Farbtönen korrigiert, ebnet und highlightet den Teint und gleicht optisch Flecken und Rötungen aus. Ja, ich bin damit sehr zufrieden. Zum Abpudern benutze ich das relativ gerne. Es hält den ganzen Tag, passt eigentlich zu jeder Foundation. Und ja, für das Geld, was die Produkte von Rival de Loup kosten, mal wieder ein super Teilchen. Und ich habe es mir auch nochmal gekauft. Das zweite war natürlich mein Highlight, und zwar das Banana Powder. Ja, es ist einfach so ein schönes hellgelbes Puder. Das Puder sorgt für einen strahlend frischen Teint. Durch die gelbe Farbe passt sich das Puder jeder Hautfarbe an, schafft ein ebenmäßiges Hautbild und korrigiert Rötungen. Ja, das ist momentan bei mir täglich in Gebrauch. Ich puder eigentlich nur noch damit ab momentan, egal welche Foundation ich benutze, das passt einfach immer, hält den ganzen Tag. Und ja, das Highlight ist natürlich der Duft, ne? Oh, das riecht so lecker nach Müller-Milch-Banane. Das finde ich beim Auftragen so angenehm. Ich könnte es jedes Mal auslecken. ja, das verfliegt aber natürlich sofort. Also das ist nicht so, dass der Duft auf der Haut haften bleibt oder dass irgendwer an euch schnuppert und sagt, oh, du riechst ja nach Müller-Milch, darf ich mal lecken? Nee, also so ist es nicht. Aber ich finde es einfach ein nettes Gimmick beim Auftragen. Und das habe ich mir sogar, ich glaube, 3 Mal gekauft. Mhm. Ja, fand ich einfach schön, und allgemein mag ich die Produkte von Rival de Loup. Auch eine meiner Lieblingsfoundations ist von Rival de Loup, und die kostet, glaube ich, gerade mal 3,95. Und für das Geld wirklich, was diese Produkte kosten, finde ich, sind die echt empfehlenswert. Also Daumen hoch. Die nächsten 3 Produkte sind wieder komplett crazy. Und zwar habe ich mir 3 Handcremes gekauft, weil ich ja noch nicht genug habe. Aber ich rechtfertige das ja immer vor mir selber, wenn ich sage, dass ich seit der Schwangerschaft so extrem trockene Hände habe. Sage ich auch immer zu meinem Mann, guck mal, Handcremes brauche ich doch immer. Und wenn die LEs sind, muss ich sie ja jetzt kaufen. Die fressen ja daheim kein Brot, ne? Und gebraucht werden sie auf jeden Fall. Ja. Und zwar habe ich mir einmal von Isana aus der LE Around the World die Handcreme Fairness Tahiti mitgenommen. Mit Kokos und exotischem Litchi-Duft. Und die finde ich ganz toll, weil die wieder nach dieser sahnigen Kokosnuss riecht. Aber in Verbindung mit dieser süßen, fruchtigen, saftigen Litchi. Ganz, 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 ganz toll. Und die zweite von Isana Young. Auch eine LE Handcreme Tropical für trockene Haut mit Kokos. Und die riecht einfach wieder nach schöner, sahnig, cremig, milchiger Kokosnuss ohne irgendein Gedöns dabei. Richtig, richtig schön. Und die letzte auch von Isana Young, eine LE Handcreme Zauberei. Ja, es ist rosa, es ist ein Einhorn drauf, ich musste gucken. Ja, ich bin dem Einhornwahn jetzt nicht wirklich erlegen, bis auf die Riesenluftmatratze und ein paar Tassen, die ich gekauft habe. Ansonsten aber gar nicht. Aber an der habe ich gerochen. Und die riecht so richtig süß nach Cake Pops, finde ich. Also sie riecht irgendwie nach einem süßen Teig mit extrem viel Zucker. Richtig, richtig, richtig lecker. Und ja, dementsprechend musste die mit. Mein nächstes Produkt ist wieder von For Your Beauty, und zwar die Shea Butter Handschuhmaske. Auf die war ich ja extrem neugierig, denn sowas habe ich tatsächlich noch nie benutzt. Und zwar
Die reichhaltige, mit Cremegel getränkte For You Beauty 5-Finger-Handschuhmaske mit Shea Butter und Mandelöl revitalisiert und verfeinert das Hautbild der Hände. Im Zusammenspiel mit weiteren Inhaltsstoffen wie Ingwerextrakt, Provitamin B5 und Vitamin E trägt das Cremegel zur Pflege der Fingernägel bei und schützt die Nagelhaut. Ihre Haut fühlt sich nach der Anwendung streichelzart und spürbar glatter an. Ja, Hände reinigen und 12 bis 15 Minuten einwirken lassen. Ich bin gespannt, die werde ich jetzt demnächst ausprobieren. Dass ich das andauernd mache, jeden Abend, denke ich nicht. Dafür kosten sie dann doch ein bisschen zu viel. Ich glaube, das war schon über 1 Euro gewesen. Aber ja, ich bin auf jeden Fall mal neugierig, das auszuprobieren. Der Boden der Tüte wird langsam sichtbar. Meine nächsten zwei Produkte sind auch aus einer LE gewesen, und zwar Body Creams. Aus der LE Smoothie einmal die Melonenduft und Schimmer. Und die riecht richtig, richtig toll nach frisch aufgeschnittener, saftiger Wassermelone. Ganz, 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 ganz toll. Der Schimmer, das brauche ich euch gar nicht zu zeigen, das würdet ihr jetzt sowieso nicht sehen in der Kamera, ist echt zu vernachlässigen. Es sind minimale Glitzerpartikel drin. In der Sonne, denke ich, würde man es auch ganz leicht sehen, aber ausschlaggebend für mich war hier eher der Duft. Also der Schimmer ist für mich zu vernachlässigen. Und die zweite ist die Brombeerduft und Schimmer. Ja, gleiches Spiel mit dem Schimmer, aber der Geruch ist einfach so schön. Die riecht nach frisch aufgeschnittenen, saftigen Brombeeren, die richtig überreif und von der Sonne gewärmt sind. So, so, so toll, finde ich ganz klasse. Hab mich sofort verliebt und musste natürlich mit. Kommen wir zu den letzten drei Produkten, und zwar habe ich mir die Tonerdemasken von L'Oréal mitgenommen. Meine waren nämlich am Leergehen und ich benutze die ja wirklich gerne, immer mal im Wechsel. Und die waren jetzt im Angebot für, ich glaube, 7,95 statt 9,95. Und da meine Tiegel ja schon am Leergehen waren, habe ich mir gesagt, naja komm, dann nimmst du dir im Angebot jetzt einfach mal mit, denn die benutzt du ja regelmäßig, ne? Da haben wir einmal die rote hier zur Porenverfeinerung, dann die grüne, die klärend wirkt bei unreiner Haut. Und dann noch die graue, die für einen strahlenden Teint sorgt. So, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob die wirklich alle genau das machen, was draufsteht. Ich benutze die immer mal im Wechsel. Wenn ich jetzt wirklich mal ein Problem habe, benutze ich eher die hellgrüne. Und wenn es mir so um Feinheiten geht oder ich einfach irgendwas für meine Haut tun will, weil ich das Gefühl habe, es wird mir nicht schaden, nehme ich entweder die rote oder die schwarze. Ne? Die rote ist allerdings die einzige, die nicht hart wird. Also die härtet nicht aus, die kann man ein bisschen länger drauf lassen. Bei der schwarzen und bei der grünen erstarrt mir dann immer ziemlich schnell die Mimik und dann muss ich sie entweder feucht machen oder abwaschen. Sonst bröckelt mir alles vom Gesicht. Aber ich bin damit sehr zufrieden und deswegen habe ich sie mir jetzt im Angebot auch nachgekauft. Ja, meine Lieben, das war's gewesen mit meinen Rossmann-Produkten. Und ich finde, dafür, dass ich eigentlich nur wegen einem Produkt reingegangen bin, ist es doch ordentlich. Ich glaube, ich bin wegen der Pflegehandschuhe rein, wegen der Baumwollhandschuhe. Ich glaube, die wollte ich. Weil wir sowieso gerade bei Real einkaufen waren und Rossmann war gegenüber. Und da habe ich gesagt, komm, ich flitze mal schnell. Ja. Ich glaube, deswegen bin ich reingegangen. Und dafür, finde ich, ist es eine ordentliche Ausbeute geworden. Ich freue mich aufs Ausprobieren. Es sind tolle Produkte dabei. Ja, dann mache ich an der Stelle mal Schluss. Schreibt mir doch gerne, ob ihr davon auch einige Produkte kennt oder noch ausprobieren möchtet oder welche ihr gut findet. Was war top, was war flop? Interessiert mich immer. Und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder in einem anderen Video oder auf Instagram. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.